Willkommen zurück zu einem weiteren Part bei unserer Not So Berry Challenge. Ja, wir sind mitten in der Nacht, es ist 2 Uhr irgendwas. Cooper ist am Feiern, sein gebrochenes Herz versuchen zu betäuben, das, was geschehen ist, irgendwie zu verarbeiten, zu vergessen. Ich habe die letzten Tage ein bisschen, wie gesagt, für mich privat gespielt, so wie ich es ja immer mache bei meinen Let's Plays. Und ja, da ist leider etwas ganz Schlimmes passiert. Deshalb, er ist komplett traurig, ist total beschwipst und ist zudem noch müde. Uni läuft soweit gut, da hat alles geklappt. Wir haben einen Notendurchschnitt von 1-, haben 6 Leistungspunkte schon, haben eine Präsentation schon gemacht, haben noch 5 verbleibende Tage, also wir sind gerade neu in das neue Semester reingeschlittert. Und ja, wir sind mit dem Emiliano hier und wer noch hier rumgeistert, zumindest war sie vor ein paar Minuten noch hier, genau, die Molly ist auch hier. Ob das so gut ist, dass sie in der Schwangerschaft Alkohol trinkt, weiß ich nicht. Sie ist mit der Freundin Simone hier. Die beiden sind sich noch nicht über den Weg gelaufen. Warum der Cooper aber eigentlich überhaupt hier ist, nicht um einfach Spaß zu haben, sondern um seinen Kummer zu betäuben, ist ja, weil seine feste Freundin, die Jailene, durch die Hitze verstorben ist. Ich habe bei den NPCs, also die in den anderen Haushalten Reiter drin sind, an, dass sie Karrieren einschlagen dürfen, Karrieren beenden dürfen, dass sie Haustiere adoptieren dürfen, dass sie in Rente gehen dürfen, gerade die älteren Sims, dass das von alleine geschieht und so ein paar Dinge halt und auch das zufällige Tode mit einziehen. Ich dachte, dass da dann nur so was Schlimmes ist, wie was ich was, wenn Brand ist und die Sims wieder mal festbacken. Ja, aber dass da die Hitze und die Kälte mit zuzählt, hatte ich nicht bedacht. Und ja, die Jailee ist leider jetzt ein Geist von uns gegangen. Cooper ist sehr, sehr traurig, war ziemlich schockiert. Der hat danach nichts mehr auf die Reihe gekriegt, deshalb ist er jetzt hier. Und, ja, versucht seinen Kummer zu bedrängen und ist ein bisschen lustig und ein albernes Verhalten zum Emiliano. Und ja, wir gucken einfach mal, was der Arm noch so beihält. Es ist schon ziemlich spät. Man merkt, die Sims, die haben keine Lust mehr. Es kommen nicht wirklich Sims vorbei. Aber das ist okay. Dann ist halt ein bisschen weniger los. Unsere Bardame ist auch schon weg. Hier oben sind sie eher, aber ich glaube, weil hier B-Promis sind und so, ne? Ja, ja, die sind alle wieder in Promi-Laune und können die Finger nicht von lassen. Ah, jetzt ist jemand wieder an der Theke da. Guck mal, hier Getränk bestellen. Mach dir mal hier so einen Zuckerzunder. Den letzten hat uns irgendeiner geklaut. Ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich war eigentlich sehr, sehr happy mit dieser Beziehung, die die beiden führten. Die waren zwar sehr unterschiedlich, aber jeder hatte so seinen Freiraum. Die haben sich getroffen, wenn sie wollen. Sie hat sogar mit den normalen Familie Not So Berry, den aus Generation 1, heißt Minty, Trevor, die Evolette, die Sherry, den Evoric, alle kennengelernt, die waren das letzte Mal dabei und keine Ahnung, sollte scheint es irgendwie nicht sein. Ich würde sagen, du holst dir jetzt mal was zu trinken, bitte, mein Schatz. Der Emiliano, wie geil. Was machst du denn jetzt, wenn ich fragen darf? Keine Ahnung, wo gehst du jetzt hin? Was ist hier los? Ja, okay, wir tun jetzt so, als hätte er Molly nicht gesehen. Und ja, ich habe einen Sim erstellt. Auf den warte ich eigentlich die ganze Zeit, dass der hier auftaucht. Bisher ist er noch nicht aufgetaucht. Das ist natürlich wieder perfekt. Vor allem, wir haben hier nur Promis. Das nervt mich ein bisschen. Haben wir hier dieses Promi-Merkmal drin? Ja, okay. Das machen wir schön mal weg. Weil die Sims, die vergessen dann alles. Denen ist dann alles scheißegal. Und das geht meiner Meinung nicht. Die sollen schon noch ihren Tätigkeiten nachgehen. Ich glaube, unser DJ, der hat jetzt keine Lust mehr. Heißt, wir machen den Radio wieder an. Stereoanlage. Und wir machen, was machen wir? Machen wir das mal gucken. Studenten haben wir natürlich auch hier. Jetzt holen sie sich alle was zu trinken. Ja, dass das so ein Ende nimmt mit der Beziehung, hätte ich, um ehrlich zu sein, nicht für möglich gehalten. Ja, ja. Oh, er ist da. Er ist da.
Er ist da. Das ist Ricky. Ricky, Ricky, Ricky. Voll das Sahneschnittchen. Können wir ihn irgendwie mal kurz anquatschen, dass wir ihn zumindest schon mal kennen, dass er dann vielleicht mit uns auf die... Bleib hier. Bleib hier. Wehe, du gehst jetzt wieder nach Hause. Kups. Los, aufstehen. Geh dich mal vorstellen. Wir tun jetzt einfach so, als wäre er hier mit reingekommen. Oh, Kubi, du bist voll beschwipst, ne? Ja. Geschmeidiges Getränk. Oh mein Gott, er ist voll betrunken. Er ist voll betrunken. Nein, wie krass. Er stellt sich jetzt mal hier vor. Oh, 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 was habt ihr für einen Eindruck? Erster Eindruck, anmaßend. Gefühle der Abneigung. Okay, er hat einen nicht so guten Eindruck auf ihn. Und zwar natürlicher Wahnsinn. Ah, einer dieser Sims. Baum umarmend. Brokkoli fressend, Strandspaziergang, die Sims, die glauben, es sei ihre Pflicht, alle Lebensentscheidungen anderer zu kritisieren, weil sie weniger grün als ihre eigenen oder weniger gesünder sind, sei das wahr oder nicht. Das nenne ich mal einen ersten Eindruck. Nee, wir quatschen jetzt einfach mal so ein bisschen nach Beziehungsstilen, einfach mal fragen und vor allem die Ziele nach Style, Turn-offs und fragen. Okay, können wir mal alles machen. Wir quatschen jetzt einfach mal so ein bisschen mit dem Ricky und tun einfach so, dass er jetzt an die Bar gekommen wäre. Können wir für die Gruppe auch irgendwie was bestellen? Wo ist der Ricky? Ricky. Und wir bestellen natürlich auch was für uns. Oh, darüber hat er sich noch keine Gedanken gemacht. Okay. Hat er sich auch noch keine Gedanken gemacht. Okay, okay, okay. Wir gucken einfach mal. Er ist ein Vegetarier, neugierig, flirtig, Genießer und ein ehrgeiziger Sim-Typ. 4:59 Uhr, wow, und der Club lichtet sich. Das ist ja Wahnsinn. Geht mal ein bisschen was zusammen tanzen. Ja, wie krass, er ist so, Baum umarmend, Brokkoli. Wie geil. Kommst du, Ricky? Wir wollen ein bisschen tanzen. Ne? Ja, ja, wo ist denn der? Oh, die Molly ist an uns vorbeigelaufen. Aber er hat sie scheinbar nicht bemerkt. Da ist die Simone. Ui. Wie sie die Hüften schwingen, die Jungs. Wie krass. Ui, der Ricky geht ja voll ab hier. Und wir werden uns natürlich auch noch ein bisschen Smalltalk-mäßig unterhalten. Wir werden ihn einfach mal kennenlernen. Einfach mal fragen. Und wie wohnst du hier in der Nähe? Von Tanzen schwärmen. Sag, ich bin gerade aus einer Beziehung raus. Ja, meine Freundin, die ist verstorben. Und Ricky sagt dann so, oh, okay, das tut mir natürlich sehr leid. Oh nein, die Molly steht voll vor ihm. Molly, was tust du uns an? Der Kupi weiß doch überhaupt nichts, dass du schwanger bist. Schatzi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, 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 ich bin... Ja, vielleicht heute nicht so. Kannst mal die Bewunderung ausdrücken. Ja, gut, aber sie verstehen sich soweit sehr gut. Was sagt denn das Profil überhaupt? Als attraktiv empfunden, sehr gut kompatibel und Freunde sind. So, das hört sich doch schon mal sehr gut an, denn der Ricky ist eigentlich ja dafür da, um einen neuen Plan in die Tat umzusetzen. Denn der Cooper ist ja bisexuell. Und ich dachte mir so langsam nach Carolina, nach Molly, wen hatten wir noch so alles? Nach Jailene, gerade sie, und der Lilly und der Rose, können wir ja vielleicht so einen nächsten Schritt wagen. Und ja, ich würde sagen, der Cooper wird mal ein aufdringlicher Annäherungsversuch. Wow, machen wir mal ein Kompliment über das Aussehen. Also die unterhalten sich hier voll angeregt, ohne dass ich irgendwas klicke. Und dann wirst du ihn mal umwerben und wir gucken einfach mal. Oh, er hat drauf reagiert. Aber es ist noch kein Liebesbalken da. Wir gucken einfach mal. Wir lassen uns das einfach mal so auf uns zukommen. Er geht vor allem voll gut ab. Vor allem, ich finde es lustig, dass der Emiliano im Hintergrund ist. Sag mal, du fühlst dich irgendwie zu ihm hingezogen. Er mag
mehr als nur ein Geschlecht. Okay. Ricky, Ricky, Ricky. Kann unser Kubschen mit dir... Romantikfertigkeit. Mach nochmal ein Kompliment. Wie hier abgeht, der Ricky. Oh, jetzt haben sie eine Liebesbalken. Oh mein Gott, sie haben Liebesbalken. Mach mal einen mutigen Anmachspruch, Kupi. Und vielleicht können wir ja irgendwo noch hingehen, den Abend so ein bisschen ausklingen lassen. Das wäre doch eine Idee, oder? Wir schmeißen mal ganz freundlich den Emiliano aus der Gruppe raus und gehen jetzt irgendwo hin, wo wir uns noch ein bisschen unterhalten können, wo wir den Morgen einklingen können. Vielleicht können wir ja auch nach... Das ist doch eigentlich ein ganz süßer Park, muss ich sagen. Ich bin auch dran, hier die Inselklippen ein bisschen umzuräumen. Ich möchte es so zu einem Teenie-Ort irgendwie umfunktionieren, dass die da ein bisschen... Weil hier nebendran ist ja eigentlich so ein Partygedöns. Manchmal, nicht immer. Ich würde sagen, Gabe darbringen, sich etwas wünschen. Sollen wir mal eine Gabe darbringen? Sollen wir es einfach mal versuchen? Ich habe das bei der Muni mal gesehen. Komm, wir machen das mal. Und dann könnt ihr euch ja zusammen mal hier hinsetzen. Okay. Die Gabendarbringung lässt stark zu wünschen übrig. Der wispelnde Wunschbrunnen ist alles andere als erfreut. Und Wünsche können daher jetzt einem... Wie geil! Okay, dann müssen wir jetzt einen Wunsch... Dann müssen wir uns jetzt einen Wunsch nehmen, der nicht so negativ sein kann. Also ich würde zum Beispiel jugendliche Kraft nicht nehmen. Das kann nämlich auch schnell nach hinten ausgehen. Romantik, Simoleons und Zufriedenheit meiner Meinung nach auch mit den Kindern sowieso auch. Ich denke vielleicht eher Fähigkeiten wünschen. Vielleicht kann man da noch was Gutes rausholen. Coop. Und? Oh, oh, oh. Achtung. Der temperamentvolle Wunschbrunnen hat genug davon, dass Cooper Fox im Leben ständig Abkürzungen nehmen möchte. Nach diesem Gehirnwäsche wird Cooper Fox es ganz schön schwer haben, seine Fähigkeiten zu verbessern. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Benebelter Geist. Oh mein Gott. Ist das jetzt nur vorübergehend oder ist das für immer? Oh mein Gott. Na, das war vielleicht doch keine gute Idee. Okay, Kups. Bevor... Wo ist er dann? Ach, dahin hat sich ins Bett gelegt. Okay, geh mal ganz schnell auf Toilette und dann könnt ihr euch hier auf so eine Bank setzen, euch ein bisschen unterhalten. Okay, ich glaube, er geht gerade ein Nickerchen machen. Oh nein, habt ihr die Funken gerade gesehen? Oh mein Gott. Also, geht's nicht... Ich hoffe, es geht nicht nur mir so. Oh, oh, okay, sie haben neue Sachen. Moment, wir gucken uns das mal kurz an. Ist der erste Eindruck jetzt eigentlich große... Nee, also von Ricky gegenüber Coop ist immer noch respektvoll und höflich, aber Coop hat scheint seinen ersten Eindruck überdacht und er entwickelt sich jetzt. Aber geht's nicht nur mir so, dass er echt attraktiv ist? Davon abgesehen, jetzt für einen Cooper gedacht, wisst ihr, wie ich es meine? Freut mich, dass dich mein Lama-Witz nicht langweilen. Ich habe das Gefühl, du verstehst mich einfach. Ja, das glaube ich auch. Ne, dann könnt ihr ein bisschen was Lustiges machen. Vielleicht lustige Gesichter schneiden. Es ist so lustig mit dir. Ich verbringe wirklich gerne Zeit mit dir und hoffe, dass es dir genauso geht. Ei, sind die süß, die zwei. Sind die süß. Dass du dir Zeit für mich nimmst, bedeutet mir wirklich viel. Ich wollte nur, dass du das weißt. Können wir irgendwie tief in die Augen schauen? Oh, süße Nüchtigkeit flüstern. Das versuchen wir mal dann. Mal gucken, ob er das annimmt. Okay, er ist jetzt gerade voll traurig. Zum einen wegen dem Wunsch, den er hat. Und natürlich, weil die Jailene verstorben ist. Aber er ist aufs Flirten eingestimmt. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut zwischen den beiden... Oh, jetzt kommt's. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Und? Nimmt er es an? Oh, süß.
Süß. Heißer Draht. Dies könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Eine neue gute Freundschaft geschlossen. Oh, Kupski. Wie süß. Guck mal. Er hat dieses Ding auf dem Kopf. Wie cool. Oh mein Gott. Okay. Da wir so eng befreundet sind, habe ich mir gedacht, dass wir auch unter einem Dach wohnen können. Sollen wir zusammenziehen? Oh, das ist, das ist wieder scheiße. Ich kann nur eins oder das andere machen. Oh, Mann. Der ist dann wieder voll verletzt. Ich will aber eigentlich nicht beim Kupi aus dem, Studentending raus. Aber wir könnten natürlich auch dadurch eine Menge Geld sparen. Ei, ich bin ziemlich hin und her gerissen. Oh, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Sollen wir es machen oder sollen wir es nicht machen? Wir können ja, egal von wo, weiter studieren. Das ist ja nicht das Problem. Gut, wir haben jetzt zwar erst frisch den Wohnungsanteil bezahlt, aber nein, nein, wir dürfen es nicht machen. Die ganzen Bilder hängen ja da noch. Ah, nein. Ja, dann machen wir es so. Wir sagen nein und gucken dann, dass wir es vielleicht beim nächsten Mal versuchen, nochmal hinzubekommen, dass er nochmal fragt. Und wir dann ja, sagen wir, wir die Bilder alle im Inventar haben, weil wir haben ja da die ganzen Bilder noch in den Fotorahmen hängen. Oh, das ist keine gute Idee. Nach gründlichen Überlegungen hat Cooper Fox entschieden, dass er momentan nicht möchte, dass Ricky bei ihm einzieht. Ach, der Ricky bei ihm, ja, das ging ja doch gar nicht. Der wohnt im Studentenwohnheim. Oh, ich hoffe jetzt nur nicht, dass die jetzt zu sauer aufeinander sind. Bitte nicht. Nicht nah genug. Nein. Okay, Cooper, jetzt musst du dich ins Zeug legen. Jetzt musst du flirten. Hier, was das Zeugs hält. Mach mal die Beziehungsideale hier am Diskutieren. Und dann können wir auch mal vielleicht gucken, ob wir ein bisschen hier kitzeln können, uns in die Augen schauen können. Oh, hast du einen Universitätskurs? Oh. Kups, es tut mir leid. Sag, es tut mir leid, ich habe einen Kurs. Ich muss unbedingt zum Kurs gehen. Es tut mir leid. Wir werden uns später wieder treffen. Oh mein Gott, er geht ausnüchternd, traurig, total selbstsicher jetzt zum Unikurs. Es tut mir leid. Ne? Wir holen das nach. Was hat er denn heute noch für einen Kurs am Dienstag? Das ist der letzte Kurs. Ja, dann können wir uns einen schönen Date-Tag machen. Genau. Er hat heute nur den Kurs. Okay. Ja, das geht ja. Und Kups, wie geht's dir? Wie fühlst du dich so? Du hast auf jeden Fall Hunger, das ist okay. Ich habe gedacht, dass du dich mit Ricky angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Oh ja, Sherry, das ist er. Notizen machen, bitte. Ab geht's nach Hause. Und dann gehen wir auf ein romantisches Date. Und ja, mal gucken, vielleicht fragt er uns ja doch nochmal. Oh, Kupi, du musst nicht traurig sein. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass wir vielleicht ein bisschen länger hier in dieser Bude bleiben. Aber es hat sich jetzt so ein bisschen anders ergeben. Wir nehmen auf jeden Fall alle Bilder von uns mit. Haben wir hier irgendwo Bilder? Nein, da sind keine drin, da nicht. Falls er nochmal fragen sollte, werden wir es uns gut überlegen und gegebenenfalls ja sagen. Da muss man sich ja alles wieder teilen. Gut, wir haben jetzt nur das Nötigste dabei. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass das zum Cooper schon passen würde, dass er da so einen Sprung hinlegt. Wir gucken einfach mal. Wir lassen uns überraschen. Und sieht gut aus, ne? Wo gehst du jetzt hin? Staubsaugen. Nein, nein. Du bittest jetzt um eine Verabredung. Da sind wir. Oh, sie haben sich voll schick gemacht. Okay, Kupsi, du musst dir bitte was anderes anziehen, sonst ergeht's dir genau wie der Jailin, weil dir dann viel zu warm ist. Oh, beide richtig so. Ja, Mann. Okay, mit Kontakt knüpfen mit der Verabredung, sitzen und mit Verabredung sprechen und mit jemandem flirten. Ei, Gramba. Yoga-Lehrer, können wir uns zum Yoga anmelden? Ne, es wird erstmal ein Selfie geschossen. Hier ist noch eine Matte frei. Los, setz dich hin. Los. Ricky, hier, schau. Sie schreit nach dir, die Matte. Och nein, ich dachte jetzt, wir könnten jetzt hier ein bisschen cool zusammen Yoga machen.
Schade. Das wäre jetzt cool gewesen, so mit dem Date zusammen Yoga zu machen. Ne, Coop? Er geht jetzt eher hier mit der Paparazzi bisschen quatschen und sagt: Und, wie geht's dir? Margot, die Margot. Ja, schon krass. Da bin ich wieder, meine Lieben. Mir ist mein Spiel gerade einfach voll abgeschmiert. Heißt, alles war weg. Alles, was wir bisher erlebt haben, war weg, weil ich vergessen habe zu speichern. Ich Idiot. Naja. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder auf dem Date. Ich habe den Ricky im Club ein bisschen kennengelernt, ein paar Interaktionen durchgeführt, dass sie sich kennen. Dann ist der Cooper zur Uni gegangen. Wir müssen halt jetzt so bestimmte Punkte einfach nachholen auf unserem Date. Entschuldigung. Aber ja, sie kennen sich. Sie sind jetzt auf ihrem ersten Date, sind jetzt hier gerade ein paar Sandburgen am Bauen und ich finde, die beiden geben so einen süßen an Energie. Ja, kann ich das nicht als Gruppe machen? Ich würde gerne als Gruppe an diesem Ding teilnehmen. Ja, dann machen wir halt keine Gruppe mit. Was geht hier ab? Was haben wir hier? Ah, guckt mal, wir haben hier so Box. Sachen, wir haben Krafttrainingsanlagen, wir haben was zum Joggen. Also das ist richtig cool gebaut, muss man sagen. Schick, gefällt mir. Aber mir gefallen die beiden noch besser irgendwie. Also die beiden sind sehr süß. Ich habe, glaube ich, die Balken ungefähr so auf dieselbe Höhe bekommen. Wir fragen ihn jetzt einfach mal hier so ein bisschen was aus, dass wir die Sachen weg haben. Und ja, wir gucken einfach mal. Die Bilder sind eingepackt, heißt, falls er jetzt wieder fragen sollte, selbstverständlich hat er jetzt vorher noch nicht gefragt gehabt. Ich kann euch gleich mal das Profil zeigen von den beiden. Und ach, jetzt helfen sie uns bei unseren Skulpturen, okay? Okay. Dann mache mal Kups. Mach mal, sag hey. Wie geht's dir? Winko, Klazoo. Oh, Jörner. Jörner. Okay, er kennt die Techtelmechtel. Wo Vorlieben, fragst du? Ich mag Männer. Okay. Dann zeige ich euch jetzt mal das Profil. Wir haben natürlich jetzt nicht hier wegen schon mal gefragt. Wegen Einziehen, weil es ja, wie gesagt, jetzt rein deutsch eine neue Runde ist. Ich habe es nicht gespeichert, leider. Auf jeden Fall haben die ersten Eindrücke sich so ein bisschen jetzt verschoben. Jetzt ist es umgedreht. Jetzt ist der Cooper positiv auf ihn und der Ricky eher negativ. Er ist festgefahren. Dieses scheint so starr, streng und festgefahren zu sein. Okay. Wir gucken jetzt einfach mal. Wir flirten ein bisschen, lernen ihn kennen, dass er uns kennenlernt. Wir tauschen auf jeden Fall mal die Nummern aus. Was steht hier? Ersten Kuss mit Ricky erleben. Oh, wie süß! Boah, die Vibes stimmen volle Kanne, meiner Meinung nach. Also Verabredung, küssen. Okay, Leute. Okay. Bei denen geht's richtig rund. Und ich bin richtig happy, dass das doch so gut klappt jetzt. Na komm, tauscht nochmal die Gedanken und dann setzt ihr euch hin. Was können wir hier machen? Mach's mal ein Kompliment übers Aussehen und dann kannst du kokett ärgern machen. Betören tun wir ihn jetzt nicht, auch wenn das freigeschaltet ist. Wir werden mal die Beziehungsideale diskutieren. Ich denke, das ist bestimmt cool. Och. Oh, wie süß. Oh mein Gott. Aber man kann sagen, er springt von einer Beziehung in die nächste. Gut, das ist jetzt dem Tod geschuldet von Jailin. Da ist er vielleicht ziemlich. Oh, er ärgert uns sogar kokett. Oh, wir müssen mal ein paar Fotos machen dann, ne? Wir müssen mal ein Foto zusammen machen mit ihm als Andenken, dass wir ihn dann auch auf jeden Fall mit bei haben. Wie süß. Goldisch. Die geben doch voll das süße Pärchen ab, oder? Ei, ist das goldig. Oh, wie süß. Guckt's euch an. Ist das knuffig? Ich glaube, wir müssen es doch so lassen. Wie süß. Nee, mir gefallen die beiden sehr gut zusammen.
Okay, Verabredung, eine Geschichte erzählen. Wir müssen eine Geschichte erzählen, eine lustige Geschichte erzählen. Und haben wir schon Gold jetzt erreicht? Frag mal, was er eigentlich beruflich macht. Das würde mich mal interessieren. Habe ich ihm eigentlich eine Karriere zugegeben? Ich weiß es gar nicht. Macht mal lustige Gesichter. Und dann wird's ernst. Oh, anzügliche Blicke. Cooper hat bemerkt, dass die Augen von Ricky immer länger auf ihm verweilen. Der Blick ist. Hallo, ich wollte das gerade lesen. Ist sehr intensiv und weil die Aufmerksamkeit ganz auf ihm gerichtet ist, ist dies vielleicht die Gelegenheit, die Dinge in eine intimere Richtung zu lenken. Wie er seine Annäherungsdings akzeptieren. Mal schauen. Wir würden noch mal ein bisschen flirten, würde ich sagen. Mach mal ein Kompliment. Und dann gucken wir mal, ob. Oh mein Gott. Die Carolina ist da. Oh mein Gott. Ich bin ja mal gespannt, wenn wir hier jetzt ein bisschen ihn körperliche Nähe hier so ein bisschen vielleicht knuddeln. Was können wir noch körperliche Nähe machen? Händchen halten vielleicht auch. Wie sie da so drauf reagiert, die beiden waren ja, wer es nicht wissen sollte, auch fest zusammen. Oh, sie macht direkt einen Rückwärtsgang. Oh! Oh, wie süß. Voll unterschiedlich hoch. Wie süß. Verknallt, Kubat kann es nicht erklären, aber er ist wirklich verliebt in Ricky. Oh mein Gott, ihr zwei seid so süß miteinander. Mal gucken, ob von ihm mal jetzt was kommt. Wir gehen es jetzt an. Wir werden den ersten. Oh mein Gott, wie süß! Wie krass, Kupi! Kups, Kups, Kups. Du hast deinen ersten Kuss mit dem Ricky. Und er hätte nicht gedacht, dass das so ein süßes Pärchen abgeben könnte. Ich war ein bisschen so, ob der Cooper da so ein Typ hat von Mann, aber ich glaube, mit Ricky plaudern. Mal gucken, ob der Ricky jetzt irgendwas von sich aus macht. Das testen wir jetzt. Oh, wieso habt ihr jetzt einen Minusbalken gekriegt? Oder war das nicht auf euch bezogen? Oh, er gibt ihm ein Küsschen. Habt ihr das gesehen? Kups, ganz schnell auf Toilette, okay? Rucki zucki. Und dann müssen wir zu unserem Ricky zurück. Wo geht der Ricky hin? Sag mal hier, ich fühle mich sehr angezogen von dir. Ich hätte es nie gedacht, auch wenn ich jetzt hier eigentlich erst aus einer Beziehung komme. Ich fühle mich sehr wohl bei dir. Guckt es euch an, wie süß die zwei sind. Oh, wie süß. Was sagt er hier? Erster Kuss voller Leidenschaft und Glückseligkeit nach dem ersten Kuss mit jemandem Neuen. Und wir haben 6 von 10 Küsse geschafft. Im Wasser küssen. Wie süß. Sind die putzig, die zwei zusammen, oder? Brauche ein paar Fotos für mich. Sind die süß zusammen? Kannst du im Wasser spritzen? Was ist jetzt? Umwerben. Okay, er will ihn jetzt umwerben oder wird er von ihm umworben? Wir gucken mal. Unheimlich. Ricky zeigt Anzeichen der Persönlichkeitstyps unheimlich. Unheimliche Sims führen immer etwas Böses im Schild und versuchen, ihre Ziele ohne Rücksicht auf Verlust zu erreichen. Okay. Okay. Wir fragen jetzt mal, ob er also mit uns in eine feste Beziehung gehen will. Mal gucken, ob er ja sagt. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Er will ihn sogar küssen. Süß. Schaut sie euch an. Sind die nicht süß, die zwei? Oh, ein Wangenschmatzer. Ricky, bleib jetzt hier. Geht mal eine Techtelmechtel-Partnerschaft ein. Oh, wie süß. Ach Gott, sind die süß. Mein Herz. Ach Gott, sind die süß. Also mir gefallen die beiden total. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin immer sehr happy drüber, wenn ich Kommentare lese, was ihr so denkt, auch bei den anderen Let's Plays. Das ist schon echt was Feines. You're my other half. Du bist meine andere Hälfte. Wie süß.
Ja, wir sind kurz vorm Kurs. Wir haben genau 9.36 Uhr. Der Cooper steht jetzt schon. Wir haben von Ricky gerade einen Anruf erhalten, ob wir nicht in die Bar kommen wollen. Wir sagen jetzt natürlich nein, danke, weil der Cooper unbedingt in die zum Kurs gehen muss, damit er ja sein Studium so bestmöglichst beschließt. Aber wir werden dann, sobald wir aktiv zuhören, hier um 14.55 Uhr fertig sind mit der Uni, werden wir ihn natürlich direkt besuchen gehen. Wir werden vielleicht irgendwo Cooles hingehen, vielleicht ins Kino oder Karaoke oder wir gehen bowlen. Wir gucken einfach mal, was heute der Tag so für uns offen hält. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge bisher soweit gefallen hat. Würde mich natürlich diesbezüglich über ein Like und einen Kommentar natürlich freuen. Und falls du ganz neu bist, möchte ich dich ganz herzlich willkommen heißen. Und gerne darfst du natürlich den Abo-Button klicken. Der ist kostenlos für dich, unterstützt mich und du verpasst somit keine weiteren Videos mehr. Da ist auch unser Koops. Er hat extrem Hunger. Das heißt, ich würde sagen, wir flitzen direkt los, laden den Ricky in ein Restaurant ein, gehen ganz in Ruhe schön zum Mittagessen, lernen uns weiter kennen und hoffen dann, dass er endlich den Mut zusammennimmt und uns fragt, ob wir bei ihm einziehen wollen. Ich hoffe, er macht's. Und sag, hey, voll schön, dass du hier bist. Wir müssen jetzt unbedingt was essen. Ich habe meine Unikurse hinter mir. Und oh, wie süß. Sind die süß. Okay, wo können wir nach einem Tisch fragen? Hier können wir nach einem Tisch fragen. Guckt mal, da ist die Claudi. Hallo, Claudi. Arbeitest du hier? Das ist aber cool. Und machst deinen Job bestimmt sehr gut. Wen haben wir hier? Die Ensley. Und? Ach, die beiden sind so süß zusammen, finde ich. So süß. Und welcher Tisch ist uns? Ich glaube, der Tisch, oder? Oh, guckt mal. Personal einstellen. Okay, das kostet uns ja Geld. Sitz, Sitz, Sitz. Was ist hier? Oh, ich hatte da einen Traum. Du kannst auch darin vor. Wir waren beide irgendwie spät dran. Ich weiß nicht mehr, wohin wir wollen. Dann hast du dich in eine Banane verwandelt. Was in aller Welt hat dich dazu bewegt, dich in eine Banane zu verwandeln? Erkläre, warum. Sei höhnisch. Was? Wie unverschämt. Ich gehe wieder schlafen. Tu mir einen Gefallen und tauch nie wieder in meinen Träumen auf. Er tut mir leid. Also, du hast von uns geträumt, nicht von wir von dir. Also, das muss man ja schon mal hier so sagen. Unser Essen ist... Oh nein. Das darf jetzt nicht wahr sein. Hat die... Oh nein, die hat unser Essen fallen gelassen. Okay, er hat seinen Burger, aber er setzt sich ums... Er will nicht sitzen. Ich weiß nicht, was hier ist. Trinken und essen. Wird echt noch eine harte Geburt hier mit denen. Keine Ahnung, was wieder los ist. Irgendwie will's wieder nicht so, wie es soll. Und ein Kompliment. Und? Wie reagiert er da drauf? Was macht er jetzt von sich aus? Er chattet, okay. Guppy ist irgendwie müde. Okay. Auf jeden Fall sind sie beide vollkommen kokett. Vielleicht wird es ja jetzt soweit. Und er wird ja sich trauen, den Cooper nochmal zu fragen. Ich hoffe es wirklich, dass er nochmal den Mut zusammennimmt. Weil es sieht gut aus. Große Nähe durch glückliche Erinnerung. Beide sind verknallt und tiefe Verbundenheit. Sie sind feste Freund, Seelenverwandte, als attraktiv empfunden. Also es passt alles. Komm, Ricky, trau dich. Frag den Cooper, ob er mit dir zusammen sein will, dass ich diese Folge beenden kann. Was macht denn ihr jetzt? Ah, dieses Tragen und Küssen. Wie süß. Ja, das ist sehr spicy, der. Dieser Mod. Ui. Wie knuffig. Ei, caramba. Wie goldig. Tragen und küssen, genau. Wie er grinst. Oh, ja, Mann. Wie cool. Ricky, bitte, ich will, dass du endlich fragst. Komm, wir geben dir mal einen Wohnungsschlüssel. Mal gucken,
ob das bei dir was auslöst. Und? Sag hier, guck mal hier, kannst jederzeit bei mir ins Studentenapartment vorbeikommen. Also, ja, danke, Cooper. Und? Also ich bin jetzt hier schon eine ganze Menge durchgegangen. Hier nochmal Händchen halten. Go, Leute. Ihr schafft das. Ihr könnt das. 100 pro kriegt ihr das hin. Machen wir hier nochmal tiefgründige Gedanken. Oder geht das jetzt nicht? Vielleicht war das auch irgendwie nur ein Ausrutscher. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es irgendwie, dass noch was kommt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen, dass er uns nochmal fragt. Manu! Es wäre nämlich so, so süß gewesen, wenn er jetzt nochmal fragen würde. Also ich würde sagen, wir meinen jetzt vielleicht noch so 5 Sim-Minuten im Spiel. Und wenn bis da nichts passiert ist, dann würde ich auch dann die Folge beenden. Was macht er jetzt? Sag nochmal, ich fühle mich voll angezogen von dir. Ich bin so ein... Jetzt ist er einfach gegangen. Okay. Es sollte einfach nicht sein. Es tut mir leid. Ja, jetzt redet er einfach mit irgendjemandem. Okay. Naja, okay. Ich würde sagen, wir machen mal Schluss für die Folge. Die Folge wurde lang genug. Wir haben viel, viel, viel erlebt. Nicht nur, dass der Kupi seine erste Beziehung zu einem anderen Mann eingegangen ist. Ja, er ist zudem auch total glücklich. Er macht zumindest voll den... Okay, er unterhält sich, aber er ist nicht da. Und er sieht total zufrieden aus, finde ich. Und ja, ich bin mal sehr gespannt auf deine Reaktion, was du dazu sagst. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in einem weiteren Part. Wünsche dir jetzt allerdings noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.